Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Story of My Life. Ja, wir sind wieder da. Wir sind im Winter, das heißt, wir müssen nichts anbauen. Das heißt, wir können Mine machen und Weiber anbaggern und Grey anbaggern, den wir ja irgendwann mal, ne, nochmal was schenken müssen. Wir müssen eigentlich nichts machen. Auch einfach mal schön. Und ich weiß nicht, jetzt höre ich auf einmal wirklich mal so ein bisschen die Musik. So, ich glaube, ich hatte getestet, ob Eier. Ja, sie finden tatsächlich draußen Futter, also brauche ich die Dinger gar nicht hier drinne füttern. Das ist ja auch was. Aber ich vermute mal tatsächlich, dass wir unsere anderen Tiere, die wir ja gestern im Livestream, wir haben ja gestern gekauft, wie sonst was. Sebi, lass mich bitte in Ruhe. Ich muss dein Ei haben. Nee, wir haben ja... Oh Gott, ich muss ja mal echt ein bisschen verkaufen, ey. Guck mal, wie viel Zeug ich hier hab. So, weg, weg. 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 Viel zu viel. For real. Weg. Wir sind ja auch noch dabei, Holz und Stein und sowas. Wir brauchen leider um... Ich hätte eigentlich echt gerne ein vergrößertes Haus. Aber das Problem ist, das kostet 600, Dingstars Klötze. Und dann auch noch 400 andere Gedumse. Das ist ganz schön teuer. Was haben wir jetzt hier zusammengesammelt? 111 und 100 Stein. Das ist nicht sehr viel. Halt, ich muss noch an der Glocke läuten. Das hätte ich ganz vergessen. Aber nichtsdestotrotz, wir können uns mal richtig um auch die Beziehung zu Jennifer kümmern, die ja, seit wir sie zum Geburtstag eine sündhaft teure Kette geschenkt haben, mag sie uns ja nicht mehr. Wir hätten sie mit Kuhmist einreiben sollen oder sowas. Das wäre vielleicht eher ihr Ding gewesen. Ich weiß es nicht. Ist hier alles... Ist hier... Meine Güte. Sind wir hier im Streichelzoo oder was? Dann können wir ja nächstes Jahr auch tatsächlich an... Ey. 2 Meter gegangen, gleich wieder eingepennt. Das ist Gwendolyn. Gebt ihr täglich Milch? Hast du Milch gegeben? Ja. Ich hab die da irgendwie. So. Die fütter ich, weil ich habe das Gefühl, dass wir die füttern müssen. Ich glaube nicht, dass wenn wir sie rausschicken, dass sie draußen sich was zu essen sammeln. Ich weiß auch nicht, ob es für die schön ist, jetzt draußen zu sein. Ich lasse sie einfach mal drinnen. Weil wie gesagt, was sollen sie denn draußen bei Schnee? Ich meine, was sollen die Hühner draußen bei Schnee? Klar, aber... Trotzdem. Was sie da sollen? Sie sollen da durch. Ich weiß nicht, ob sie das glücklich macht oder eher so... So angepisst von der ganzen Gesamtsituation sind. Warte, die Göttin muss ich noch bewerfen. Immer schön dran denken. Oh, na, wenn das nicht Case ist, freue ich mich, dass du mich besuchst. Wunderbar. Mal sehen, was ihr uns als nächstes für ein Geschenk gibt. Ich hoffe ja Van. Ich hoffe, wir kriegen Van von ihr. Damit wir unsere, naja, angebauten Pflanzen an den Mann bringen können. Dafür ist so ein schöner Scooby-Doo-Van halt einfach, ist halt einfach Nonplusultra. Und wir haben einen neuen Namen ja auch herausgefunden, Kappa. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Kappa ist. Kappa ist für mich eine Schildkröte bei Nioh, was ich nachher auch noch spielen werde. Gestern kam ja auch keine Folge raus. Es ist jetzt gerade gleich 6:30. Was bedeutet, ich werde das heute nicht mehr rendern und, ne. Das ist schwierig geworden. Die Tage. So, nichtsdestotrotz versuche ich Beziehungen aufzubauen. Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und nachher einfach mal in eine Mine gehen. Auch wenn wir Minen der Wertigkeitskomplexe haben, aber trotzdem. Das Blöde ist, dass es keine Steine gibt in den Minen. Sondern du kriegst da Altmetall durch raus. Ich bin auch ein bisschen müde. Jennifer! Hallo Case, wie ist die Energie auf deiner Farm? Blume.
Ich hasse dich ein kleines bisschen. Also, ein bisschen Hass habe ich auf sie. Weil, wie gesagt, wir haben, ne, in unserer Spielsucht so viel erspielt für die Alte. Und sie hat das halt einfach nicht gefallen. Hatten wir irgendetwas? Ich glaube, die Gießkanne ist hier, ne? Ist die? Glaube ich nicht, ne? Folgendes ist fertig. Okay, ist doch fertig. Haben wir zufällig dabei irgendwas? Ich drücke tolle Tasten. Ich suche gerade das mit... Hä? Bin ich doof? Ich bin irgendwie voll... Ich sag einfach... Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Einfach nichts. Ich will nichts hören. Ich hab gerade mein Inventar gesucht, was unten rechts die ganze Zeit angezeigt wird. Ich hab's tatsächlich gerade gesucht. Oh Gott. Was ist denn los mit dem? So, Dr. Schnürschuh. Wow, danke. Sucht er sein Inventar, Alter. Ich wollte nachgucken, ob wir silberne Dings das haben. Kein Event mit Cliff oder ran. Ja, er geht jetzt auch hier hoch. Damit wir sie für, ne? Für Sommer voll dabei haben. Stell dir mal vor, ich kenne ein leckeres Rezept für eine Yamswurzel-Dessert. Ich zeig es dir. Sogar Herr Dudley im Gasthaus macht kein so gutes Yamwurzel-Dessert wie ich. Bei unserem Teepartys ist es die beliebteste Süßigkeit. Okay, bist du bereit? Also, du brauchst Yamswurzeln, okay, und Eier. Und vergiss die Butter nicht. Dann gibst du alles zusammen in einen Topf mit einer kleinen Prise hiervon und davon. Und dann backst du alles im Ofen. Und das reicht, um den leckeren Geschmack zur Geltung zu bringen. Die Zutaten sind einfach von Natur aus so gut. Warum versuchst du es nicht, das heute mal Abend mal zu machen? Das sind die leckersten Yamswurzeln auf dieser ganzen Welt. Ja. Okay, wir haben ein Rezept bekommen. Ist natürlich auch was. Wir können aber mit unserer Küche noch gar nichts anfangen. Oder Karen? Was? Uff, schau sich bloß mal einer dieses Wetter an. Oh, voll depressiv ist die Alte geworden. Blume. Oh, danke. Wir müssen mit unseren Blumen ein bisschen haushalten. Okay, ich würde sagen, aber wir gehen heute tatsächlich in eine Mine mal. Und gucken mal, wie weit... Wir gehen in die Wintermine, oder? Ich weiß nicht, ob es da wirklich besseres Zeug gibt. Kein Plan. Aber... Oder ob man leichter runterkommt, ich... Frag mich, ob die Hühner frieren. Aber, was soll's. Das sind ja auch nur Hühner, ne? Soviel zum Thema Wintermine. So. Gott sei Dank. Seemine. Wir versuchen natürlich erstmal runterzukommen. Weil ja im Endeffekt weiter unten halt alles besser ist. Okay, jetzt müssen wir hämmern. Oh, guck mal, was ist das? Oh Gott, was kriegen wir denn hier? Fluorid und Jade. Oh, mein Gott. Alter Finne. Für die Diamanten hier. Naja gut, es ist nur Jade. Jade, er lebt noch. Okay, das klumpt aber auch ein bisschen unser Inventar zu. Das ging schnell. Aber es ist so, wenn man Skill hat. Das ist Diamant. Aquamarin, naja, gut. Ist fast, das ist der Diamant für Arme.
Und Beine. Oh Gott. Das ist zu nah. Gibt es eigentlich mehrere Leitern? Oder ist es tatsächlich Zufall? Besteht eine gewisse Chance auf Leitern? Scheiße, Mann. Das kostet am meisten Zeit. Die Kacke da suchen. Weil wir kriegen hier unsagbar viele Diamanten und sowas. Oder Edelsteine. Aber trotzdem. Wir sind müde. Ebene 6. So, kann ich irgendwas essen? Ich weiß nicht, ob das wirklich sehr viel bringt, aber wir essen einfach mal 9 Äpfel. Wir müssen uns irgendetwas kochen, wa? Ich glaube, was kochen wäre, glaube ich, wesentlich intelligenter als einfach 10 Äpfel essen. Ich weiß nicht, ob das auch gesund ist, wenn wir 10 Äpfel essen. Sind wir mal ganz ehrlich, das klingt nicht gesund. Wir haben noch nie ein Loch gefunden, ne? Das habe ich ja auch zu Jennifer gesagt, als zu ihrem Geburtstag. Vielleicht mochte sie uns deswegen nicht mehr. Natürlich meine ich damit, dass wir noch nie ein Minenloch gefunden. Also, ne, nicht das, was ihr denkt. So, und raus hier. Na gut. Aber wir haben erstaunlich viele Kristalle und sonstiges Gefrimsel gehabt, gefunden. Jetzt ist nur die Frage, was ist das alles? Und was sollen wir damit? Das ist eigentlich die größte Frage. Was sollen wir damit? Haben wir da irgendetwas von? Ich generiere jetzt erstmal wieder Ausdauer. Weil wir ja sonst dann nicht so gut schlafen. Oder nicht ausschlafen oder wie auch immer. Ausschlafen wäre auch mal wieder was. Meine Fresse. Die Nacht nur 4,5 Stunden gepennt. Und dann wieder die ganze Zeit arbeiten und aufnehmen und boah, und einkaufen gehen, was das Schlimmste ist. Schlimmer als Arbeit. Einkaufen. Ich hasse Einkaufen. Habe ich schon vor der Maskenpflicht gehabt. So schlimm finde ich die Maske nicht, aber... Ist zwar nervig, besonders als Brillenträger ist die Maske sehr nervig. Brillenträger werden das verstehen, aber es ist wirklich, es ist nervig als Brillenträger. Vor allem, wenn man so ein heißer Typ ist und halt, ne, immer aushitzt, dann ist da wirklich, so soll ich das jetzt verkaufen oder ist das was wert? 75, 65, 1. 68, 62, 75, 75, 70, 60. Naja, ist jetzt nicht die Hölle wert. Ach, hat. Stein, Schalosch, ich habe keine Ahnung. Topaz, Aquamarin. Granat, Fluorid. Naja, trotzdem 1.500 gegeben. Also auf der Masse ist das schon gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Auf Masse gesehen. Oh. Alter. Das war kurz vorm Tod. Ich schwör. Ui. Was mache ich jetzt? Gerne noch ein bisschen Holz hacken. Ich wünschte, wir könnten die Bäume fällen. Aber als nächstes kommt auch die Axt. Die werde ich morgen erstmal wegbringen. Dass wir die größeren Holzklötze auf unserer Farm erledigen können. Körperliche Arbeit gefällt ihnen auch nicht so, ne? Da wird ja immer gleich immer ein bisschen püppig bei. Oh, ich war gar nicht bei ran. Soll ich da nochmal schnell hin? Ich meine, rein theoretisch, naja, bis 21 Uhr schaffe ich es nicht. Die haben ja um 21 Uhr dicht. Mehr Holz gibt's hier nicht. Mehr Holz gibt's hier nicht. War klar.
Die sperren sich schon wieder alle ein. Die Trolle. Dann legen wir das Holz nochmal ab. Ich will auch ungern das Holz kaufen, weil, naja, wir können zwar relativ gut Geld verdienen, aber... Okay, in 2 Tagen. Wann ist eigentlich das nächste Fest hier? Es sind kaum Feste im Winter, ne? 14., 24. und 13. Das ist nicht wirklich viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht wirklich viel. Ja, ein bisschen was aus Tierprodukten und sonstigem. Morgen scheint die Sonne. Aber ist eigentlich derzeit auch völlig egal. Solange eigentlich kein Orkan kommt, ist eigentlich alles safe. So, mit allen Hühnern mal quatschen. Jeder weiß, dass Hühner es lieben, angequatscht zu werden. Könnten wir auch rein theoretisch Pupuri immer Eier schenken, ne? Zumindest immer eins. So als, ne? So als Mitbringsel. Da freut sie sich ja eigentlich auch drüber. Simone ist groß geworden! Ja, wir können Simone reiten! Ja! Simone ist gewachsen! Alter, hast du einen Schub gemacht innerhalb von einem Tag? Juhu! Simone ist groß! Lauf nicht weg! Auch voll das coole Halstuch drum. Nice! Schön! Sandy ist immer noch klein. Wird auch nicht größer, glaube ich. Aber schön. Da freue ich mich aber. Dann können wir jetzt beim nächsten Pferderennen richtig abgehen, Alter. Richtig abgehen, sage ich euch. Richtig. Lauf nicht weg. Dann können wir auf uns selbst wetten, oder? Kann man auf sich selbst wetten? Ich glaube schon, oder? Ist so ungewohnt, dass die Milch da nur liegt und wir sie nicht rausziehen. Also nicht gleich haben. Nicht rausziehen, klingt auch wirklich toll. Zieh mal nicht die Milch aus mich raus. Wobei ich gar nicht wissen will, wie wir das mit der Penispumpe, die unten angezeigt wird, machen. Ich meine, im Endeffekt funktioniert so kein Melkgerät. Oh, wie cool ist das denn jetzt? Komm, Simone. Simone, wir müssen nochmal zurück. Kann ich auch so? Nee, ich kann nicht Ghost of Tsushima-mäßig abspringen. Okay, einmal Eisen. Vor allem einmal Eisen, weißt du, und jede Menge Eisen dabei. Simone, warte kurz hier. Sie kommt aber bestimmt 10, glaube ich, ne? 10 Uhr. Der Suppenkelch. Okay, aber wo Suppenkelch? Cool. Ach, Mann, ihr seid doch alle jetzt abschließbare Abschließis. Gut, dass Simone gerade nicht im Weg stand. Oha, hier kann ich nicht absetzen, ne? Dann setze ich hier ab. So, mein Freund, wir können Karin erstmal was schenken. Damit ihr reden. Aber wir haben immerhin eine Menge Zeug, das auf einer Farm gebraucht wird. Ich glaube, die hat irgendwas gesagt mit Dings. Und Dunks. So, Bratpfanne können wir uns kaufen und ein Messer. Das andere lasse ich erstmal, weil ich im Endeffekt... Klar kannst du da absitzen, tust ja gerade so. Oh, da ist der Doktor. Genau zu dir wollte ich.
Oh, danke. Ja. Ich versuche gerade mein Pferd zu reiten, okay? Oh. Jo, Wichtel. Rot. Grün. Noch kein Rezept. Und blau. Das sind die, die ich kann. Wie ist es eigentlich mit blau hier? Allerbesten Dank. Das ist echt toll. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht abschätzen. Aber wir haben nicht so viele Gräser. Was sagt eigentlich Jennifer jetzt zu meinem Pony? Jennifer. Jen. Behauptest du immer. Dann steigst du sowieso noch auf der anderen Seite ab. Hi. Werkzeug verbessern. Die Axt bitte auf Silber. So, 3 Tage dauert es, glaube ich. In etwa. Gehen wir jetzt nochmal nach Pupuri. Pupuri, I've got an egg for you. Wow, danke schön. Das gefällt mir super gut. Ich weiß. Stehst auf meine Eier, wa? Entschuldigung, bin müde, ich brauche das. Okay, du stehst geringfügig im Weg, Simone. Nehmen wir aber nicht nochmal mit. Nervt ja. Orange? Putzen ist mein Leben. Witzigerweise mache ich mich beim Putzen oft selbst schmutzig. Aber dann darf ich ein schön heißes Bad nehmen. Er braucht das, okay? Ich wollte sagen, sollen wir noch Holz hacken gehen, aber... Sie hat ja ein Herz auf der Nase. Voll süß.